Hallo ihr Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, und zwar habe ich mir heute gedacht, wir machen Neujahrskarten. Ich habe zwei Stück schon mal vorbereitet. Ja, einmal in Gold und dann Blau-Silber. Diese hier. So. Auf der Karte habe ich vor, eine Rakete zu basteln. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ja. Wollen wir mal schauen, ne? Ich hoffe, ihr habt schön euch ja die Weihnachtszeit gemütlich gemacht und so, ne? Ja, einige waren ja krank, habe ich so ein bisschen mitbekommen. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ja. Zum Glück auch nur einen milden Verlauf von Corona. An der Stelle möchte ich noch mal gute Besserung sagen an allen, die jetzt so schwer krank sind. Ja. Ja. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Sonst wären wir ja nie fertig, ne? Genau. So, ich habe vor, hier noch so Glitzersteine zu benutzen. Die hier. Das sind so goldene. Und hier, das sind so silberne, ne? Vom Action. Kennt ihr ja. So, und dann hatte ich noch vor, hier so eine Bordüre. So eine goldene zu benutzen. Für die goldene Karte. Ja. Und bei der silberne, da weiß ich noch nicht. Ich denke mal, ich werde so eine Rakete machen und dann halt 2021. Ne? Genau, ich denke mal, das reicht auch. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Nicht lang schnacken, ne? Oder wie heißt das? Genau. So, ich habe auch noch mal Kartenaufleger noch gemacht. Ich kann die ja noch gerade abmessen. So. Dann wollen wir mal gucken. Und zwar 10 cm breit und 14,5 lang. Genau. So, wir machen aber jetzt erstmal den Kartenaufleger, ne? Und den hier. Den da machen wir jetzt. Hier habe ich noch eins aus dem Block. Das war so ein Tag. Das habe ich jetzt mit so einer Konturenschere ein bisschen so rumgefriemelt, ne? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, so großartig Happy New Year oder sowas, da habe ich überhaupt gar nicht. Gibt es, glaube ich, auch so in der Richtung nicht, keine Ahnung. Wenn dann höchstens so stempelmäßig. Ja. So, das kleben wir jetzt da drauf. Ja, so ist das, ne? Oh, habe ich schon Scherchen. Kleben wir jetzt da drauf. Ich bin ja mal gespannt, was das wird mit den Impfungen. Bin ich echt mal gespannt. Und was macht ihr so Silvester? Also ich bleibe zu Hause. Geh nirgendwo hin. Ich werde auch nichts trinken. Kommt schon mal gar nicht in die Tüte. So, gehen wir auf Seite. Jetzt machen wir hier noch so ein Bändlein dahin. Ihr seht doch alles. So, das machen wir jetzt mich hier hin. Oder soll ich das da hin machen? Ich glaube, ich mache das da hin.
Und dann kann man hier nämlich noch die Zahlen hinmachen. Genau. Ja. Das kommt fort. So. Ist gar nicht so einfach, Leute. Schatz. Und habt ihr mich schon vermisst oder so? So, wie mache ich das jetzt? Klebe ich das jetzt fest oder? Ich glaube, ich mache das hier mit dem Klebeband. Mensch. So. Das ist gerade Klebe. Mensch. Was soll denn das? Ja, jetzt ist es schief. Also wirklich. Was machst du denn hier? Ach, geh mal das auf den Kittel hier. Unfassbar. Unfassbar. So, jetzt aber. Ja, ich bin ein bisschen balla balla. Muss das verstehen. Ja. So, das klebt aber jetzt, ne? Das ist doch schon mal so weit okay. So, jetzt müssen noch die Zahlen dahin. Und zwar, weiß nicht, wie das hier passt, ne? Ich hätte nur hier mal das schon da stehen. Das passt schon mal gar nicht. Also müsste ich hier vorne. So, ihr seid voll im Bilde, ja? Will ich doch hoffen. So. Einmal die 2. Machen wir denn hier 0? Ah, da ist er doch. 2000. Dann nochmal die 2. Und die 1. Ich bin ja mal gespannt, wie das nächste Jahr wird. Bin ich echt mal gespannt, wie ein Flitscherbogen. Wie das hier so alles weitergeht. Ne? So. Jetzt. Machen wir den Aufleger hier fest. Ja. Da kleben wir auf. Nee, das ist der falsche Kleber. Hallo, da haben wir doch. Ja, ihr seid doch. So. Ich habe gestern habe ich mir selbstgemachte Kartenrohlinge, also selber gemacht, ne?
Da ich jetzt nur noch 5 Stück habe, muss ich mir welche selber machen. Und da ja man beim Action ja nicht mehr einkaufen gehen kann, ne, muss man sich irgendwie behelfen. Genau. So, das machen wir jetzt mit dem Foam Tape. Ne? Was kleben, bitte, danke. Einmal kleben, bitte, ja? So. Na. So. Dann dahin. Ich hoffe, da klebt auch. Weil das Band ist ja schon ziemlich dick, ne? Muss ich ja schon mal sagen. So, jetzt in der Mitte noch. So. Geht schon ab. Einer. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und fünfmal. So. Und das Ganze werden wir jetzt hier irgendwie mittig aufkleben. Ne? Ja, so sieht's aus. Ja, ich mit Jane. Ist auch schön, oder? Ich finde das mega krass. So, jetzt machen wir da noch ein paar Steinchen hin und dann ist gut. Genau. Wo habe ich denn jetzt hingemacht? Wie sind sie da? So, wo machen wir die dann hin? Ich würde sagen, hier unten. Kleineres. So. Das sieht immer schön aus. Und hier mal noch eins hin. Habe ich mir mal so vorgestellt. Da könnten wir auch noch eins hinmachen. Ja. Sieht doch schön aus, ne? So, und das ist meine Neujahrskarte. Ich finde, die ist mir ganz gut gelungen. Ja, für die erste, ne? Wo habe ich den Briefumschlag? So, die kommt dann hier rein. So, die ist fertig. Ja, die zeige ich euch gleich nochmal, ne? Wenn die andere fertig ist. Genau. So. Jetzt den Aufleger. Da ist die Karte. Kommt dann hier drauf. Ihr könnt auch alles sehen. So. Genau. Mache ich jetzt erstmal hier das. So, und zwar, ich habe mir vorgestellt,
dass ich hier so eine Rakete mache. Ne? So. Und dann hier auch so wieder so 2021 hin mache. Wisst ihr? Oder ich mache die Karte dann so rum. Und dann halt so. So, und dann da. Vielleicht New Year da hinschreiben. Mit meinen Buchstaben. Ich glaube, das mache ich auch so. Ne? Ja. Ja, genau. Das macht die Mutti jetzt. So, fertig ab. Kein Wenn und kein Aber. Das wird jetzt so gemacht. Ende. So. Und dann kommt das da oben drauf. Das sieht dann so aus. Die guckt ein wenig rüber. Das geht mir gar nicht. Bis die mal ein bisschen abschneide. So. Na. So. So, so. Dann kommt die jetzt dahin. Jetzt dahin. Ja. Dann habe ich hier so Schnipsel. Wartet mal. Die könnte man vielleicht hier noch so hinmachen. So dahin kleben. Oder so. Hier habe ich noch goldener Streifen. Ja, womit klebe ich die dann fest? Gute Frage, nächste Frage, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall kann man das hier so drunter machen. So. Das. Ja, hol ich jetzt den durchsichtigen Kleber. Ich glaube, das ist besser. Oder man könnte den Prittstift nehmen. Wäre vielleicht sinnvoller. Der ist auch vom Action. Den habe ich schon wie lange hier und ist immer noch nicht leer. Unfassbar, oder? So. So. Und den hier noch. So. Dann kann man das hier hinten abschneiden.
Ne? Weg damit. Ja, da klebt natürlich wieder nichts. Nee, der muss schon mal. Klebt doch einfach. Da schulde ich wirklich den Flüssigkleber hier. Das geht ja mal gar nicht. Trägt mich schon wieder auf. So ein bisschen. Was machen wir den Flüssigkleber jetzt? Ende. Ja, genau so sieht's aus. Du bist jetzt richtig drauf geklebt. Ende. So. So, das muss das jetzt aber gewesen sein. So, könnte man eigentlich das hier noch so hinmachen? Hm? Mache ich jetzt auch mal gerade. So. Bisschen Ordnung mache. So, und jetzt? So, mal gucken, ob das alles so hinpasst, wie ich mir das vorstelle. NE. Das sind Zahlen. Nur, ob das nicht zu groß ist. No. Ja, ist mir die lange pink. Ja. Dann kommt das E.
Nein, eher. So. So sieht das denn aus. Und das werden wir jetzt auch auf den Dings kleben. Auf den Aufleger. Gell? Und dann hier so drauf. So, und dann müssen wir hier noch was hinmachen. Ich würde sagen, wir machen noch so eine 2021 dahin. Gell? Schau mal hier, genau. Ja. Das machen wir jetzt mal gerade. Kleben wir mal gerade darauf. Gerade oder krumm. So, das hätten wir jetzt auch mal. Okay, ab. Und was habt ihr alles so geschenkt bekommen zu Weihnachten? Also ich habe, warte, gleich zeige ich euch. Auf jeden Fall habe ich ein Gesellschaftsspiel habe ich bekommen. Ja. Passt ja zu der Zeit jetzt. Ja. Dann habe ich hier so ein Perlenset bekommen von meiner Tochter. Das hier. Sowas hatte ich schon mal gehabt. Habe ich schon eine ganze Zeit gar nicht mehr gesehen bei denen. Also beim Action. Ja, und das war halt eigentlich auch. Ja, und zwei DVDs habe ich noch bekommen. So, jetzt machen wir da unten jetzt noch 221 hin. Gucken, ob wir die noch hinkriegen. Ja, müsste funktionieren. Das sind zwei. Habe ich noch eine zwei? Ich glaube nicht. Nee. Also, können wir schon vergessen. Aber ich habe ja noch hier Glitzer, Buchstaben, Zahlen. Dann brauchen wir die 0. Nicht wahr? So. Dann wieder die 2. Schon so alt, ne? Also hier diese Sticker. Die habe ich noch nie verwendet. So, und ist hier eins. Wo haben wir die dann? Da haben wir sie doch. Da haben wir doch.
Genau. So, jetzt kommt aber der Steinschatz drauf. Allerdings die silberne. Und dort die. Ne? So, aber die passen irgendwie nicht. Ich nehme die doch hier, die. Da eins hin. Da oben noch eins hin. So. Und da ist dann noch was hin. So. So sieht das aus. So, das kommt jetzt hier drauf. Auf die Karte. Die machen wir jetzt da drauf. Ne? Genau. Und dann sind wir auch schon fertig. Andersrum. So. Sieht doch schön aus. Mir gefällt's. Und das ist die Hauptsache, gell? So, das kommt weg. Kommt in den Müll. So. Und jetzt zeige ich euch nochmal die zwei Karten. Also die hier, ne? Ah, die macht schön pling pling. Ja, und dann die hier. So. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob das euch gefällt oder eher nicht. Also, mir gefällt's. Ja. So. Die sind jetzt bereit zum Verschenken, natürlich. Ne? Ich behalte die ja nicht. Die kommen dann weg. Genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Über Kommentare freue ich mich immer. Und ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.